Willkommen auf dem Speedblow Special Power Breakdance Channel von Smilodogs. Ihr seht heute einen wohlgenährten und gut gelaunten King Kalle. Das hat nämlich folgenden Grund: Ich war am Wochenende auf der Grillweltmeisterschaft in Stuttgart und dort wurde ich vom Grillgott, so nennt sich der gute Mann, der da so ein Top-Griller ist, der hat mich da irgendwie versucht in alte Form zu bringen. Wahrscheinlich, der hat mich so mit brutalem Fleisch vollgestopft. Also, das war ein geiles Event. Mein Freund Yasin vom MC Shape, der hat das Ganze organisiert für uns, dass wir da gemeinsam alle hingehen. War eine riesen Angelegenheit gewesen, hat voll Spaß gemacht und wie gesagt, endlich mal richtig gutes Fleisch gegessen. Und bevor ich mit den ganzen geilen Themen anfange, die wir heute haben, das sind tatsächlich doch einige, will ich euch ganz kurz die Werbung erzählen. Denn, nicht wundern, der Shop von Smilodogs, der hat geschlossen. Und zwar aus folgenden Grund: Ab Sonntag fängt der Hot Summer Sale bei Smilodogs an. Und jetzt kommt's. Ihr bekommt generell mit Code Heiko 40% auf den gesamten Shop. Und da einige Sachen vorreduziert sind, könnt ihr bis zu 60% sparen. Und die Schlauen von euch, die melden sich beim Newsletter an. Dort haben sie nämlich die Gelegenheit, sich zu informieren, was im Shop ist erstmal. Und sie können sich ihre Wunschliste vorher schon zusammenstellen. Also ihr habt die ganze Woche Zeit, euch eure Wunschliste vorzubereiten, dass es dann, wenn es losgeht, ihr nur noch mit einem Klick eure Bestellung drin habt und dann seid ihr safe. Denn ihr wisst, bei uns gilt immer, nur solange wie der Vorrat reicht. Und dieses Mal ist auch gewährleistet, dass das mit dem Versand alles besser klappt. Ihr wisst, wir hatten in der Vergangenheit mal einige Überraschungen erlebt, weil der Ansturm von euch so groß war. Das ist dieses Mal geklärt und diese Problematik wird es dann nicht mehr geben. So, Freunde, und wenn ihr euch bei dem Newsletter angemeldet habt, dann bekommt ihr am Samstag vorher schon ein Passwort. Und wenn ihr auf das Ding anschnappt, dann seid ihr im Early Exit und könnt schon einen Tag früher shoppen wie alle anderen. Also sehr gerecht aufgeteilt wieder von uns. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So, und jetzt kommen wir zum Top-Thema. Die Dubai Pro Show war am Wochenende gewesen. Alle haben heiß drauf hingefiebert. Eines der mittlerweile größten Events. Die Preisgelder wurden so enorm angehoben, dass es schon sehr lohnenswert war, dort teilzunehmen. Wir hatten 4 Favoriten im Rennen gehabt. Und die haben auch alle die ersten 4 Plätze belegt. Bloß die Reihenfolge, die ist vielleicht nicht ganz so, wie sich der eine oder andere vorgestellt hat. Der Gewinner war, jetzt ist weg, ist wieder da. Der Gewinner war, wie für mich nicht anders zu erwarten, Beros Tabani. Ich hätte allerdings gedacht, dass er einen Zweikampf mit Rubiel Mosquera hat, der jetzt aber nur den 4. Platz belegt hat. Darauf komme ich aber gleich zurück. Den 2. Platz hat, zu meinem Erstaunen, William Bonnard vor Nathan Ascher gemacht. Ich hätte es direkt umgedreht gesehen. Aber jetzt ist es so gelaufen und ja, herzlichen Glückwunsch für William. Freue ich mich für ihn, dass er da nochmal ein bisschen Kasse machen konnte. Nathan, wie gesagt, auf dem 3. Platz. Den 4. Platz hat Rubiel Mosquera gemacht, wo alle jetzt dachten, der macht, der holt sich das Ding, der holt sich die Quali da. Dann war ja im Internet schon in den Foren einiges zu lesen. Ja. Jetzt hat er schon die eine oder andere Show abgesagt. Dann hätte er ja hier wenigstens abliefern müssen, was er jetzt nicht konnte. Kann ich euch genau erklären, warum. Weil wir hatten gestern, mein Freund Yasin hatte einen Live-Call mit Haider, dem Sponsor von Rubiel Mosquera, der Chef von Java Labs. Und der hat uns nochmal bestätigt, dass Rubiel 2 Tage vorher wirklich krank geworden ist, sehr krank geworden ist und dann trotzdem die Show so performt hat, wie ihr alle gesehen habt, ohne dass man gemerkt hat, dass es ihm doch nicht so gut ging. Zu dem Statement, das können wir hier mal kurz einblenden. Yes, Yasin, he gets sick last 2 days, but he won't, don't want to come, but I said anyway, he come back and you see him. Und dann hat aber Rubiel auch selber verkündet, kommt auch gleich vielleicht nochmal die Tonaufnahme dazu. So, he will combat in Italy, he will win. But he get very sick. Dass er sich die Qualifikation jetzt in Italien holen will, weil er ist jetzt wieder fit soweit und denkt, dass er das hinbekommt mit der Form, dass er dann wirklich on point steht und sich die Quali holen will, weil beim Olympia wollen wir alle sehen, sind wir mal ehrlich. Also
Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Fünfte Platz, ganz überraschend, Ali Edward. Der hat, so wie ich das mitbekommen habe, dem Tag zuvor, die Pro-Card gewonnen erst. Also der kommt von den Amateuren, hat die Pro-Card gewonnen und konnte sich dann gleich im Finale platzieren. Auch eine Riesenleistung und ein ja, Athlet mit Zukunft, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also das sah schon ganz schlüssig aus, was der dort geboten hat. Ich bin gespannt, wo die Reise für den hingehen wird. So, wie gesagt, Beros Tabani hat sich den 100er reingeschmatzt. Und dann gehen wir mal weiter zur 212. Dort ist der Gewinner Angel Caladero Frias. Das ist ein Spanier, ein ganz schöner Koffer. Hat auch wirklich dominiert von den Ausmaßen her dort und war auch on point, also gerechtfertigter erster Platz. Zweiter Platz, Nihat Kaya. Ich mach das mal größer hier. Ach, geht gar nicht. Okay. Dritter Platz, Nasser Mohamed. Vierter Platz, Marco Ruiz. Und der fünfte Platz, Marcin Kratos. Jetzt muss man sagen, mit den Preisgeldern, dort hat der Gewinner nur einen 20er gekriegt, also 20.000. Aber jetzt passt auf, Classic Physik, erster Platz, Brion Ensley, eine ziemlich klare Geschichte. Zweiter Platz, Viad Bappé, dritter Platz, Mohamed Mursid, vierter Platz, Julio Simons und fünfter Platz Khaled El Nahawi. Classic Physik Gewinner hat sich einen 60er reingezogen. Also Men's Open 100, 212-20, Classic Physik 60. Aber jetzt passt auf, kommt noch besser. So, Men's Physik hatten wir auch am Start gehabt. Dort hat gewonnen Aaron Banks. Zweiter Platz ist gewonnen Miroslav Juriek. Dritter Platz ist gewonnen Abi Piteris, fünfter Platz Carlos Azevedo Oran, irgendwie so auf alle Fälle. Und der fünfte Platz Sidi Poué. Und der Gewinner der Men's Physik hat noch einen 40er bekommen. Also 40, 60, 20, 100. Ich weiß nicht, warum die 212 so bestraft wird und so wenig im Verhältnis so wenig Preisgeld bekommt zu den anderen Klassen. Vielleicht will man die wieder abschaffen oder so, ich keine Ahnung. Fand ich aber schon so ein bisschen bemerkenswert, dass da die Verteilung so krass war. Ja, und wie gesagt, unseren Rubiel, den sehen wir dann, wenn so Gott will, in Italien. Und so Gott will, sehen wir ihn dort auch gewinnen, weil ich glaube, wenn der hart kommt, er drückt sie einfach alle mit der Masse. Das hatte man jetzt hier auch schon gesehen im Line-Up. Also, wenn dann William Bonnard neben ihm steht, das ist dann schon ziemlich gemein. Aber wie gesagt, Form schlägt Masse in dem Fall. Und wenn er das hinbekommt, dann nascht er sie alle ein. So, ich bin übrigens das Orakel und wage mich mal so weit aus dem Fenster zu hängen. Wenn Rubiel gesund bleibt und die kommenden Jahre alles weiter so läuft, wie es laufen soll, ich sehe den tatsächlich persönlich mal als Mr. Olympia. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber lass den mal ein bisschen wachsen und lass vor allen Dingen mal sein Mindset wachsen und ihn mal kapieren, wie er eigentlich wirklich aussieht. Wenn er das geistig umgesetzt hat, dann glaube ich schon, dann wird es dunkel und anstrengend für alle anderen. So, das zur Dubai Pro Show. Dann hat sich Tim Budesheim zu Wort gemeldet. Er zieht jetzt tatsächlich nochmal durch. Er will jetzt die Tampa nochmal mitnehmen. Jetzt gibt es da für und wieder von der Community. Aber auf die Community ist in dem Fall tatsächlich geschissen, weil der Athlet entscheidet, was für ihn das Beste ist. Und wenn du so ein Paket und in so einer Form bist und so dicht davor bist, dann kann ich Tim verstehen. Danach sollte er dann aber wirklich der Gesundheit zuliebe rausgehen und sich eine Auszeit gönnen, weil er hat eine wirklich sehr, sehr harte Saison hinter sich und ist die ganze Zeit in Form gelaufen. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert für einen Schwergewichtler. Und er hat jetzt, bin ich der Meinung, auch nicht großartig abgebaut zum Anfang seiner Saison. Aber irgendwann ist dann sicherlich Schluss und dann kommt der Burnout, der körperliche. Und das kann er sich dann ersparen in dem Fall. Ich drücke ihm auf alle, oder wir drücken ihm die Daumen, dass es in Tampa eventuell klappt, beziehungsweise, dass er da wieder sehr gut abschneiden kann
Und das vielleicht mal zum Thema Tim Budesheim. Dann, dann hat Ronny Rockel sich mit Leonidas getroffen zu einem Training. Das werdet ihr auf den entsprechenden YouTube-Channeln sehen. Sehr, sehr interessant. Leonidas hat Ronny Rockel eingeladen. Und ja, das ist schon so ein kleiner Ritterschlag für meinen kleinen Freund, weil Leonidas zurzeit top aktuell. Und da gibt es auch schon schöne Vergleichsbilder von den beiden. Machen wir hier gleich mal rein, eins davon. Und ja, ich bin gespannt, wie das Training abgelaufen ist und wie sich die beiden verstanden haben. Ne? Beide sehr angenehme Zeitgenossen, der eine ein bisschen verschlossener als der andere. Schauen wir mal, was das geworden ist am Ende des Tages. Bin ich echt gespannt. So, was gibt es da noch Schönes? Ah, Dorian Yates hat sich mal zu Wort gemeldet und hat halt über seine oder hat seine Meinung zum Volumentraining nochmal zum Besten gegeben, dass er eben absolut nichts davon hält und dass man im Endeffekt die Priorität auf den einen Satz legen soll, der es dann macht. Das Problem ist halt nur, lieber Dorian, die meisten Leute können das nicht. Die verstehen nicht, was du meinst mit legt alles in diesen Satz. Weil das, was die meisten dort reinlegen, das ist ja nicht ansatzweise alles. Also müssen sie doch auf ein Volumentraining zurückgreifen, die meisten, weil sie gar nicht in der Lage sind, so was Krasses abzuliefern, wie du es gemacht hast. Das hat beim lieben Dorian Yates funktioniert. Das funktioniert sicherlich auch beim einen oder anderen. Ich persönlich würde aber, ich weiß jetzt schon wieder, was die schreiben, Mann. Aber ich persönlich würde da den meisten doch den anderen Weg empfehlen, zumal das ja auch zum Lifestyle gehört vom Bodybuilding, dass man sich in einer richtig schönen, krassen, kranken Session aus dem Leben schießt. Ne? Und diese Gabe, die der Dorian hat, dort alles so in einen einzigen Satz zu packen und dann auf das Volumentraining zu verzichten, sodass die Reizgebung trotzdem gewährleistet ist, das ist halt ein Ausnahmeathlet. Und das darf man immer am Ende des Tages nicht vergessen. Der Mann spricht davon, als ob es selbstverständlich ist, aber die meisten von uns wissen ja, oder die Ahnung haben von dem Sport, die wissen ja, dass das in den meisten Fällen einfach nicht umsetzbar ist. So, das vielleicht mal kurz zu dem Thema Dorian Yates. Das war auch keine Kritik gewesen, im Gegenteil. Das war einfach mal meine Meinung von einem anderen Schwergewichtsathleten, der jetzt natürlich sich nicht ansatzweise mit so einem Dorian vergleichen kann, aber der sein Volumen ja nur auch irgendwo hergekriegt hat und das halt nicht von diesem Training. Dass man das zwischendurch phasenweise einbauen kann und sollte, das habe ich auch schon mehrfach betont, aber das sollte nicht das ganze Jahr so aussehen, bin ich der Meinung, für die vorbenannten Athleten. So, alles klar. Dann vergesst man nicht, den Channel hier schön zu liken, zu teilen und zu abonnieren, weil da freut sich das YouTube-Herz und der Algorithmus. Und ich würde sagen, das war's gewesen. Kurz und knapp, interessante Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen und checkt den Sale am Wochenende. Wird sehr, sehr spannend für euch, wie ihr dort Klamotten kaufen könnt und sparen könnt und gut aussehen könnt in Zukunft, so wie ich zum Beispiel. Ne? Alles klar. Bis dann, Kalle ist raus.